Ja, und hier liegt noch ein bisschen Schotter. Möchte ich aber nicht aufheben. Ha, Bluthosener Kadaver. Wo bist du nur? Ist immer eine kleine Sucherei mit dem Bürschchen, weil der rennt. Den haben wir ja schon ein paar Mal so im Hintergrund der Aufnahme herumlaufen sehen, weil, wie gesagt, er läuft sehr gerne umher. Ja. Aber wir können schon trotz allem schon mal einen Lebenspulver zu uns nehmen und die Kriegsbemalung auftragen, denn wir befinden uns im Krieg und suchen ihn jetzt erstmal. Lalalalalalalalala. Ich bin auf der Suche nach dem blutrosenen Kadaver. Kadaver, wo bist du denn? Hallo? Ich hasse ihn zu suchen. Wo bist du denn? Mit den Bäumen kann ich gar nichts sehen, wenn ich hier herumfliege. Da ist er doch. So, jetzt muss ich das taktisch anstellen. Frage ist nur, wie? Das Problem ist, hier ist ein Hexenmeister. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen warten, dass der. Hier ist auch noch ein Hexenmeister. Die tarnen sich ja so gut auf dem Grün. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, dass er weiter vorangegangen ist. Um eben auch eine vertrocknete Baumwurzel. Brauche ich nicht. Oh, ja. Ich hab's verkackt. Aber mega. Wir müssen erstmal die dürren Geister hier töten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht. Ich hab's mega verkackt, weil eigentlich wollte ich erst die dürren Geister töten. Und wir sehen die ganze Zeit eher. Verblutet. Lässt uns verbluten. Geh weg. Geh weg. Bleib da stehen. Geh weg. Bleib da stehen. Was auch immer. Also, Blutlosener Kadaver zieht eigentlich, wenn man auf Entfernung eben steht, die HP ab, aber anscheinend, wenn man direkt vor ihm ist, dann eben nicht. Dann lassen wir ihn eben bluten. Oh, jetzt hat er es doch gemacht. Also jedes Mal, wenn dieses Rote erscheint, dann hat er uns ein bisschen HP gestohlen, aber letztendlich hat es ihm nichts gebracht. Und er hat uns einen Debuff gegeben, nämlich einen verringerten Holzwiderstand, was wahrscheinlich auch ein Holzmonster war. Ich achte nie so auf die Elemente, aber man kann davon ausgehen, dass es ein Holzmonster war. Ich gehe jetzt nicht direkt zum Brave Vibe, sondern wir haben ja noch die Fühler des soliden Insektioden müssen wir noch machen. Es müssten ja die. Oh. Weiße Frostessenz. Wie geil. Hier liegt einfach so eine. Oh, wie süß. Wie süß ist das denn? Das Licht ist ja knuffig. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, ja, aber ich finde es gerade knuffig. Ich glaube, wir müssen noch die Fühler bei denen sammeln, oder? Nee, warte, sind da nicht die anderen? Ich töte, glaube ich, gerade die falschen. Gut, gucken wir mal erstmal nach und fliegen dann eben zum nächsten Questziel. Wie heißt die Quest denn? Steht da, glaube ich, gar nicht, ne? Das letzte Material. Das letzte Material. Insektio-Zerstörer. Nee, das sind die tatsächlich nicht. Hoppala, da haben wir kurzzeitig die falschen Monster getötet. Dann töten wir jetzt halt eben andere Monster. Nämlich diese hier. Die Ossain-Wachen. Dann gehen wir auch nochmal in die Passage. Dann zeige ich euch die mal. Da waren wir ja noch gar nicht drin. Nur als, ich mein, Fightboss hatte. Ich habe ein bisschen Angst. Ich werde nämlich gerade von ganz vielen angegriffen. Muss mal eben gucken. Alles klar, es sind alles Normalos. Das ist schon mal gut. Dann sollte mir eigentlich auch nichts drohen. Wenn wir nicht die ganze Zeit. Oh, okay, vielleicht doch. So, ich habe noch ein Chaospulver genommen. Dadurch regenerieren wir auch noch ein bisschen HP. Ja, gut, dass wir 10 töten müssen und schon 3 haben mit so einer krassen Aktion hier. Oh mein Gott, das war echt ganz böse, die Geschichte ein bisschen. Sind das Holzmonster? Ne, Metallmonster. Okay, dann ist das nicht ganz so tragisch. So, sammeln wir mal die Sachen auf. Und einen Brave-Offizier-Umschlag haben wir auch mal wieder erhalten.
Ich bin echt froh, dass ich dieses, diesen Buff, diesen Skill gerade gelernt habe, weil sonst müssten wir echt die ganze Zeit den Monstern hinterher rennen. Ich renne jetzt noch nicht zu dem. Ja, renn wieder zu deinen Kollegen, damit mich alle angreifen. Habe ich schon verstanden. Und was machen die? Sie greifen mich tatsächlich an, ne? So. Sie greifen jetzt einfach mal irgendwie beide an. So. Alles irgendwie alles gerade echt sinnlos. Und ab und zu braucht man sogar einen Wurfskill. Das ist doch schön. Ich finde das sehr schön. So, und du rennst mir nicht weg, Kollege. Du rennst mir nicht weg. So haben wir nicht gewettet. Nee, nee. So, nur noch einen von denen. Dann können wir schon in die Passage kurz reingehen. Für die nächste Aufgabe. Weil wir müssen ja noch 10 Wächterdämonenfeuer töten. Die gibt es nur in der Passage. Deswegen gehen wir jetzt da mal rein. Ausnahmsweise gehen wir jetzt mal da rein. Ich glaube, dann haben wir auch soweit erstmal alle... Ach nee, okay. Schon gut. Eine Quest müssen wir noch machen, bevor wir nach Ätherklinge wieder gehen. Weil diese Quest wird wieder in Ätherklinge stattfinden. Und ich hoffe, das Spiel stützt gerade nicht ab. Ja, hier sind wir in der Geheimpassage. Die sieht ungefähr so aus. Und hier kommt man in die, zu dem Fightboss 29. Also, wo wir Quincy getötet haben. So, wir gucken uns jetzt einmal. Hier sind die Dämonenwächter. Oh, ich werde direkt angegriffen. Das ist ja toll. Anne kann ich leider hier nicht mitnehmen. Oh, ich werde direkt von allen angegriffen. Noch besser. Das war mir neu, dass ich hier von immer allen angegriffen werde. Ich sehe nur immer nur 1, 1, 1. Das ist schon ein bisschen lustig. Ja. Oh, hier kriegen wir mal ein bisschen Elementfragment wieder. So. Der müsste an der Blutung noch sterben. Ist er auch. Hervorragend. Bin so ein Fuchs manchmal. So. Ja, jetzt haben wir die 4 fertig. Das heißt, wir brauchen noch ein 6. Hört auf, rumzumeckern. Sie sind wieder im Schlafmodus und pissen sich gegenseitig ans Bein, die Vögel. Ja, Vögel können nicht pinkeln, ich weiß. Aber ich wollte es mal sagen, wir müssen jetzt leider ein bisschen darauf achten, warten, dass die Monster wiederkommen. Obwohl, wir können auch in die andere Halle noch gehen dafür. Klar, dann, ja, dann machen wir das so. Dann laufe ich jetzt die ganze Zeit zwischen Hallen herum. Kein Problem. So, hier sind nämlich auch 4. Ja, dann kriegen wir die Quest sogar ein bisschen schneller fertig. Jo. Alles aggressiv natürlich in so einer Höhle. Der einzige Witz ist, dass man hier... Es ist der einzige Dungeon, wo man fliegen kann. Und wenn man springt, springt man auch nur so Mongo-Style. Das heißt, man kann auch nicht über irgendwelche Monster hinwegspringen, obwohl das eh nicht funktioniert hat. Also ich habe das noch nie geschafft. Okay, aber seit wann haben die so eine große Range? Joa. So. Ich überlege gerade, ob ich die Quest mit den Knödeln fertig gemacht habe. War nicht echt schon bei allen Leuten? Ja, anscheinend. So. Ja, jetzt sind hier die 4 auch tot. Jetzt tauchen die aber gerade in der anderen Halle wieder auf und wir brauchen nur noch 2. Das heißt, wenn wir schnell sind... Oh, ich glaube nicht, dass wir es hinbekommen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir schnell sind, taucht der dritte gleich nicht auf, aber da ist er schon. Aber den werde ich, glaube ich, einfach... Ja, ich ignoriere ihn einfach.
Natürlich ignoriere ich ihn einfach. Gekonnt ist eben gekonnt. Oh, erhöhte Verteidigung ist ein bisschen ätzend. So, ja, gut. Bleibt nicht in deiner Bewegung stehen. Bitte geh einfach wieder raus. So, haben wir auch die Quest hier fertig. Ja, wir werden die ganze Zeit abgeschossen. Das, aua. Aua. Wie weit könnt ihr noch schießen? Hallo, jetzt langsam wird es ein bisschen unrealistisch. Jetzt aber gut. Jetzt ist Ruhe im Karton. So, ja, jetzt gehen wir hier wieder raus. Was, ey. Und dann müssen wir, glaube ich, nur noch die Fühler des soliden Insektoids machen. Dann haben wir es fast. Dann haben wir es fast, genau. Das ist eine voll komplette, teilweise Überforderung, meiner Meinung nach. Und ja. Wir fliegen jetzt einmal zu dem Spot hin. Ist ein etwas, ja, kürzer Weg. Ich mache einfach eine Unterbrechung und Ende. So, da sind wir auch schon wieder hier. Vor Ort. Wir werden auch direkt vom richtigen Monster angegriffen. Level 27er Monster ist jetzt nicht so hoch. Aber wir haben ja auch noch paar Quests nachzuholen. Deswegen nehme ich ja auch zurzeit ungern neue Quests an. Danach kann ich auch schon wieder Inventar leer räumen. Toll. So, nehmen wir noch den Honigsaft. Jetzt, also jetzt, erst meckert, ich weiß überhaupt nicht, warum ich gemeckert habe, dass ich keinen Honigsaft mehr finden würde. Ich habe jetzt 61 Stück, während ich von den Elementfragmenten 5 Stück habe und von dem Tau der Kräuter 3. Nein, nein, lass mich das noch aufsammeln. Ja, perfekt, danke. So ist denn die Quest hier, okay. So. So, so, so. Und wir kriegen ganz schön viel Honigsaft jetzt. Das ist jetzt nicht nur mehr normal. Normal, normal ist das nicht. Doch, ich mag den Skill echt mit dem Schattensprung. Weil dadurch hat man es manchmal echt nicht weit. Das ist einfach so der Faulheitsbonus in Person. So, wir haben schon 6 von 10. Das heißt, wir sind auch gleich irgendwann fertig. Jetzt sind es schon 7. Nein, ihr meckert euch jetzt bitte. Nein. Ihr meckert euch jetzt nicht an. Das könnt ihr vergessen. Och, hier ist mir gar nicht aufgefallen, dass er lebt. Das wäre auch ein Toter. Bisschen makaber ist, aber ich dachte, das wäre so. So, jetzt haben wir schon 9. Das heißt, nur noch einer und dann sind wir auch schon hier fertig. So fix muss das doch mal gehen. Ohne Probleme. Zack, zack und durch. So. Okay, Wache Luzang. Ja. Herr Shi in der Stadt. Brave Vibe. Ja. Der Rest ist alles erstmal in der Stadt oder im Alliiertenlager oder in Ätherklinge. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das annehmen. Meine Vögel zicken sich gerade gegenseitig an, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was mit dem Vogel los ist. Ich beschreibe die Situation. Beide sitzen aufgeplustert da, sind halb am Schlafen und der eine meckert den anderen die ganze Zeit an. Und dazwischen ist eigentlich ein Abstand von 10 cm oder so. Also die haben eigentlich Platz, aber weiß nicht. Trister Schatten. Haltet den Schnabel, bitte. Ihr könnt es nicht erwarten, dem Brave Vibe vom Tod des blutlosen Kadavers zu berichten. Doch so schon bald stellt ihr fest, dass etwas nicht stimmt. Ihr Blick ist gläsern. Hallo. Hallo. Ohne jegliche Reaktion auf eure Auskunft. Ich bin zurück.
Das Scheusal wurde getötet. Sie bewegt sich immer noch nicht. Haar und Kleidung wehen leicht im Wind. Aber trotz des schönen Anblicks spürt ihr die Gegenwart von Tod, dem Tod eines Geistes. Wie könnte das sein? Das Verlöschen einer Seele oder die unendliche Leere? Wieso? Was ist passiert? Die Stimme von Taoist Redglow klingt in eurem Kopf. Mist, wir haben etwas vergessen. Kommt zurück zu mir. Es besteht noch Hoffnung, aber jede Sekunde zählt. Kehrt jetzt zurück. Schon auf dem Weg. Können wir aber nicht annehmen, weil wir keinen Platz mehr im Inventar haben. Deswegen fliegen wir jetzt wieder ins Alliiertenlager. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder bei der Wache Luzang. Luzang ist ein ganz stranger Name. Hey Guys, ihr seid zurück. Ich bin beeindruckt. Ihr habt die Wahrheit wirklich verdient. General Sang ist im Kampf gefallen. Was? Wie ist er gestorben? Die Wraith-Streitmacht hatte ein Lager in der geheimen Passage des Heldengrabes aufgeschlagen. Die Wraith vergriffen sich in der Gruft an beigesetzten Helden und verwandelten sie durch einen bösartigen Zauber in willenlosen Marionetten. General Sang setzte sich persönlich an die Spitze unserer Truppen, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Während des Kampfes wurde Sang jedoch von einem hinterhältigen Verräter vergiftet. Wir entschieden uns zum Rückzug, doch in unserem Reihen brach Panik aus und wir mussten seinen Leichnam in der Gruft zurücklassen. Ich würde euch gern helfen, was kann ich tun? Die letzte Schlacht hat unsere Reihen erheblich geschwächt. Könnt ihr einen Trupp zusammenstellen und für uns den Leichnam des Generals bergen? Wir müssen seine Überreste aus der Gruft herausholen, bevor wir die Wraith ihn wiederbeleben. Und er zu einer seiner Marionette wird. Ich werde vorsichtig sein. Namenloser Körper. Und wieder geht's weiter mit einer weiteren Quest. Die ganzen Quests haben kein Ende. Haben einfach kein Ende mehr. Wir sind hier schon die ganze Zeit am Rumeiern, um die Quest zu beenden und wir kommen trotzdem nicht am Ende entlang. Das ist irgendwie deprimierend. So. Ich glaube, so langsam kann ich auch endlich die Pots wechseln. Das heißt, wir packen jetzt die hier aus. Die beiden. Zack. Und zack. Schmeißen dafür die anderen, die ich noch habe, weg. In den Müll damit. Kriegen damit immerhin 9000 Münzen zusammen. Warum auch nicht? So, und fliegen dann wieder zum Red Glow. In der Hoffnung, der kann uns ein bisschen weiterhelfen. Wir sehen uns deswegen auch gleich wieder. Und da sind wir auch schon angekommen. Angekommen, Red Glow. Böser Bruder. Red Glow, der Taoist, nimmt einen tiefen Atemzug. Das momentane Vorgehen, das wir nicht rechtzeitig erkannt haben, ist bedeutend. Blutlosener Kadaver und hölzerner Gislotar sind Brüder. Durch ihre Verbindung konnte der hölzerne Gislot den Tod vom blutlosen Kadaver spüren. Geister sterben nicht im traditionellen Sinne. Teile einer Person leben innerhalb eines anderen Reichs auf derselben Ebene weiter, wie der Rest von uns. Ein Geist kann nur besiegt werden, wenn er von einem anderen aufgezehrt wird oder seine Seele zerbricht. Durch Aufzehren oder Zersplittern wird die Kraft eines Geistes zwar nicht zerstört, aber er hört nicht vollständig auf zu existieren. Der beschädigte Geist kann für weiterleben und seine Macht wiedererlangen. Der hölzerne Gislot zählt die Seele des Wraith-Vibes auf, um die Macht seines Bruders, blutloser Kadaver, wieder zu erwecken. Wenn er seinen Plan zu Ende führt, wird er die Seele des Wraith-Vibes vollständig auslöschen. Geht zum himmlischen Antiken ins Himmelsträne. Gut. Ja, da kommen wir mit dieser Quest kommen wir immerhin schon zum Silberteich mittlerweile. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Ich mache jetzt noch hier diesen blöden, namenlosen Körperquest. Und dann sind wir relativ erstmal hier fertig. Ja, das war jetzt sehr doppelt gemoppelt. Aber fürs Erste sind wir hier fertig, fast fertig. Und das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Dann können wir nämlich zum Silberteich gehen, beziehungsweise wir gehen erstmal nach Achusau, nehmen dort die ganzen zuständigen Quests an. Wir haben jetzt nur noch 14 Quests zu erledigen, ein bisschen weniger. Wir haben noch ein, zwei Quests abzugeben. Ich hoffe, mit dem Drachenquest werde ich jetzt auch bald fertig. Genau, was noch wichtig ist, ist der geflügelte Tiger. Den müssen wir auch noch machen. Das ist auch eine der etwas kleineren Quests, die wir noch nicht erledigt haben.